Gut, danke. Bevor wir mit der Tagesordnung beginnen, gibt es eine Aktuelle Stunde. Die Freiheitliche Partei hat angesucht, städtische Sicherheitsstrukturen stärken, Sicherheitsoffensive für die Landeshauptstadt Salzburg. Dann beginnen wir jetzt mit der Aktuellen Stunde. Wer möchte sich als Ort, Herr Gruberbaum, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Besucher in der Galerie, Herr Bürgermeister, die Grundbedürfnisse der Menschen sind Selbstverwirklichung, Anerkennung, Wertschätzung, das Sozialbedürfnis und eben die Sicherheit. Sicherheit geht uns alle an, Sicherheit betrifft die gesamte Gesellschaft und ohne dem entsprechenden Sicherheitsgefühl wird es auch kein gutes gesellschaftliches, soziales Miteinander geben können. Auf der gestrigen Titelseite der Salzburger Kronenzeitung war zu lesen, nachts fehlt die Polizei in Salzburg. Das ist richtig und das ist letztlich auch das Ergebnis, und das muss man so klar sagen, einer SPÖ-geführten oder mehrerer SPÖ-geführten Bundesregierungen, welche über ein Jahrzehnt wenig Wert auf die Sicherheitsstrukturen gelegt haben. Es wurde vieles zu Tode gespart, egal ob es beim Gerät war, egal ob es bei den Polizeifahrzeugen war und egal ob es bei der Ausbildung von neuen Polizisten war. Und da gibt es jetzt wieder eine ganze Menge in Ordnung zu bringen. Ich besuche immer wieder Polizeiinspektionen in der Stadt Salzburg und habe mir letzte Woche gemeinsam mit dem Herrn Innenminister ein Bild vor Ort machen dürfen. Gelost, und eines vorweg, ich halte die Chance, wenn die Roten ein bisschen reinquatschen, das bin ich gewohnt. Und eines vorweg, diese Beamten machen unter sehr schwierigen Umständen eine hervorragende Arbeit. Diese Beamten sind hoch motiviert und diese Beamten sind vor allem froh, dass es jetzt wieder zu einer Trendumkehr im Sicherheitsdenken in der Bundespolitik und in der Bundesregierung gekommen ist. Und besonders skurril finde ich es, wenn man schon da jetzt in diese linke Reihe hineinschaut, ähnlich wie bei den Rufen beim Ärztemangel, dass gerade die SPÖ sozusagen hier laut schreit. Ein Drittel aller Polizeibeamten wird in den kommenden Jahren in Pension gehen. Und das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das wissen wir bereits seit vielen Jahren. Und es wird ein tiefes Loch in die Personalstruktur reißen. Und dadurch wird auch viel Wissen und sehr viel Erfahrung verloren gehen. Und soweit mir bekannt ist, und ich gehe davon aus, dass der SPÖ das auch bekannt ist, dauert eine Ausbildung eines Polizeibeamten 2 Jahre. Es ist also selbsterklärend, wer diesen Polizeimangel zu verantworten hat. Neue Polizisten fallen halt aber nicht vom Himmel. Die kann man nicht so geschwind wie irgendwelche rote Nelken für den Bundesparteitag von euch nachzüchten. Das dauert halt ein bisschen. Außer die Schuld und die Verantwortung im Außen zu suchen, kommen wir mal vielleicht zum Thema, was kann die Stadt Salzburg beitragen, um wieder mehr Sicherheit in dieser zweifelsohne schönen Landeshauptstadt zu gewährleisten? Wo liegen die Probleme? Wo liegen die Brennpunkte? Und ein Brennpunkt, ein Problem, das in den letzten Jahren zweifelsohne entstanden ist, das war die unkontrollierte Zuwanderung. Und ich gebe Ihnen allerdings durchaus recht, die Staatspolitik hatte hier nur wenige Möglichkeiten, diese Völkerwanderung 2015 zu beeinflussen oder gar zu stoppen. Der Job wäre natürlich der Bundesregierung gewesen, hier die richtigen Schritte von Anfang an einzuleiten. Und ja, Herr Karl, ich rede so laut, wie ich will. Da müssen Sie mit dem Herrn drüben reden, ob er es ein bisschen leiser drehen kann. Ich habe halt einmal laut so gern. Das werden auch Sie aushalten müssen. Und ja, in der Stadt Salzburg wurde da wirklich hervorragende Arbeit von den Mitarbeitern im Magistrat und von vielen Ehrenamtlichen geleistet. Das stellt auch überhaupt keiner in Abrede. Und die Frage taucht halt oft auf, ob Zuwanderung durch mehr oder Zuwanderung weniger Sicherheit verursacht. Und leider
ist das oft der Fall. Und wir erleben es gerade bei so gewalttätigen Aktionen oder Auseinandersetzungen wie vor 2 Wochen im AMS, im Arbeitsmarktservice. Ich habe es sicher alle mitbekommen. Das steht dort mittlerweile an der Tagesordnung, dass dort die Polizei auftaucht, dass dort Randalierende, zumeist Nicht-Österreicher, nicht immer, aber zumeist. Und auch dieser Herr musste damals abgeführt werden, um die Mitarbeiter des Arbeitsmarktservices zu schützen. Aber auch die zusätzlichen Kosten, und auch das hat etwas mit Sicherheit zu tun, die bei der Mindestsicherung vor allem durch diese Zuwanderung anfallen, sind hier ein Teil dieses Sicherheitsaspektes, der hier durchaus mit zu diskutieren ist. Und es hat eben auch etwas mit sozialer Sicherheit zu tun und eine Sicherheit, die wir der heimischen Bevölkerung letztendlich auch durch diese Zuwanderung sozusagen entzogen haben. Und die Aufgabe der Stadtpolitik hört eben nicht an den Stadtgrenzen auf. Die Stadtpolitiker haben die Verpflichtung, Bewusstseinsbildung und auch Lobbying in Richtung Landes- und Bundespolitik zu betreiben und nicht still und oft ja fast demütig inakzeptable Zustände zur Kenntnis zu nehmen. Die Bettlerverordnung, glaube ich, war für uns ein ganz wichtiger, vermutlich auch für die meisten hier im Rathaus, eine richtungsweisende Entscheidung. Und ich glaube auch, dass sie vor dem Verfassungsgerichtshof halten wird. Das Problem dieser Bettlerverordnung ist vielleicht nur, aber da können wir wenig dafür, dass sich das ein bisschen zu einem Fleckerlteppich entwickelt hat, denn sehr wenige wissen leider, wo jetzt tatsächlich diese Verbote gelten und auch wann sie gelten. Grundsätzlich hätten wir auch gerne dieses gewerbliche Bettelverbot mit in dieser Verordnung gehabt, aber da war die Mehrheit von Ihnen leider dazu nicht zu bewegen. Ich weiß, und Sie wissen es auch, dass diese armen Gestalten, diese armen Menschen in erster Linie aus Rumänien mit diesen Bettelaktionen nicht ihr tägliches Brot verdienen, sondern dass das größere und meist mafiöse Familienclans sind, die hier jede Menge von diesem Geld auf ihrem Konto anhäufen. Und vor kurzem, auch das haben sie den Medien entnommen, hat man wieder eine 13-köpfige Bettlerbande dingfest gemacht. Ein paar Delikte heraus. Es ist im Ansatz, sind es nicht alle. Hehlerei, Diebstähle, Prostitution, Betrug, Raub, pornografische Darbietungen von Kindern, von Minderjährigen, dann hört sich einfach der Spaß für uns auf. Und das alles nur von einer Gruppe und es ist nur die Spitze des Eisberges. Alkoholverbot am Hauptbahnhof, auch eine zusätzliche, eine wichtige Maßnahme, die begleitet wird durch kulturelle Maßnahmen und durch Streetworker unterstützt wird, stehen wir dazu. Glaube ich, ist wichtig und richtig, dass wir sozusagen dieses Verbot letztendlich auch umgesetzt haben. Nur kontrollieren sollten wir es vermehrt, da fehlen uns einfach die personellen Möglichkeiten, genauso wie beim Bettelverbot. Der Südtiroler Platz ist trotz mehrerer teurer Umbaumaßnahmen leider nach wie vor kein Aushängeschild für diese Stadt. Die Drogendelikte und Messerstechereien, wir kennen das tagtäglich, fällt natürlich nicht in den Aufgabenbereich von irgendeinem Sicherheitsdienst, sondern das ist Polizeiaufgabe. Und es gibt allerdings eine Menge oder eine Reihe von Tätigkeiten, die eine stadteigene Ordnungswache durchaus übernehmen könnte. Wir kennen das aus den Ordnungsdiensten, Ordnungswachen aus Linz, Graz, aus Innsbruck, alle drei unterschiedlich, aber doch auf eine gewisse Art und Weise sehr ähnlich aufgestellt. Mir gefällt persönlich die Innsbruck-Variante am besten. Das Sicherheitspersonal ist direkt im Magistrat angestellt, so dem Ordnungsamt unterstellt. In Innsbruck patrouillieren 40 Leute, soweit ich weiß. Das ist die Mück rund um die Uhr. Gut ausgebildetes Personal, welche viele Aufgabenbereiche wie die Kontrolle vom Alkoholverbot, Organausstellen von Organmandaten, Bettelverbotkontrolle, Parkverbote, Lärmübertretungen und vieles mehr überprüfen können und dürfen. Und statt den Kosten, die wir auch hier in Salzburg von 1,5 Millionen Euro im Jahr zu tragen haben, das sind 70.000 Euro pro privatem Wachdienstmitarbeiter, könnten wir die Kosten auf 35.000 Euro in etwa pro Angestellten reduzieren. Die Leute wären zudem nämlich auch über die Polizei, das ist möglich, auch in anderen Städten, besser geschult und auf die Aufgaben im Sicherheitsbereich gut vorbereitet. Und lieber Bernhard Auinger, die FPÖ hat sich nie
für eine Variante, weder für die von Linz, Graz oder Innsbruck festgelegt. Wir haben immer gesagt, wir wollen und wir brauchen eine Ordnungswache. Wir wollen darüber reden, in welcher Art und Weise wir das sozusagen installieren können, vor allem welche Sicherheitslage sozusagen dann eine oder welche Ordnungswache für die in Salzburger Sicherheitslage passend wäre. Ich finde es von dir, und das sage ich dir hier auch ganz klar, wirklich letztklassig. Ich glaube nicht, dass du es notwendig hast, dich auf so ein Niveau herunterzubegeben, wenn du salopp behauptest, du lehnst eine Schlägertruppe aller FPÖ ab. Ich denke, das hast weder du noch sonst irgendwer notwendig, auch nicht im Wahlkampf, auch nicht in der Hitze des Gefechtes. Aber wir wissen auch, Bernhard, es ist nicht die erste verbale Entgleisung in dieser Richtung. Und wenn's Solche Dinge hast du von mir mit Sicherheit noch nie gehört, Bernhard. Sowas hast du von mir noch nie gehört, dann sagen wir es noch eins, wenn dir irgendwas einfällt. Wenn es um die Salzburger Ordnungswache geht, dann reden wir über mögliche Kompetenzzuweisungen. Da kann man diskutieren, aber lass mal bitte nicht wieder 5 Jahre verstreichen. Ich bin froh, dass die ÖVP hier jetzt zumindest teilweise vermutlich auf eine ähnliche Linie wie wir Freiheitliche einschwenken. Und natürlich wird es mehr Polizei brauchen. Aber es wird halt nicht von heute auf morgen gehen, dass wir wieder auf den Stand von 2005 kommen. Und den schwarzen Peter, ja, den können wir jedem zuschieben. Wir werden die Probleme mit Schuldzuweisungen Richtung Bundesregierung da in Salzburg nicht lösen können. Als Stadt Salzburg können wir uns auch in Sicherheitsfragen nicht aus der Verantwortung stehlen. Unterstützen wir gemeinsam die Polizei, indem wir der Polizei sozusagen die leichteren und ja ungefährlicheren unter Anführungszeichen Tätigkeiten wegnehmen, sie dadurch entlasten, indem wir eine stadteigene Ordnungswache ins Leben rufen, quasi als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei. Die Frauen, die Kinder, ja, alle in Salzburg, glaube ich, haben sich eine sichere Stadt verdient. Und dieses Grundbedürfnis sollten wir ihnen als Politik auch garantieren. Dankeschön. Jetzt hat der Kollege Auer um eine Tatsachenrichtigstellung gebeten. Ja, Tatsachenrichtigstellung. Wir wissen ja alle, dass die FPÖ mit der Geschichte manchmal so ihre Probleme hat. Der letzte SPÖ-Innenminister war Karl Schlögl 1997. Ja, 1997, lieber Andreas Reindl. Und den größten Polizeiabbau gab es 2000 bei der Zusammenlegung von der Gendarmerie und der Polizei. Damals unter den Innenminister Ernst Strasser und unter Schwarz-Blau. Punkt. Gut, nächster auf der Rednerliste ist der Dr. Ferch. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren, auch im Internet. Salzburg ist eine sehr sichere Stadt. Zugleich ist in den letzten Tagen natürlich auch die Diskussion um den Personalstand der Polizei wieder neu aufgeflammt. Hier meine ich jetzt nicht die Verwaltungsaufgaben, die dem Magistrat zufallen, wie zum Beispiel die Parksheriffs oder die Überwachung der Einhaltung einer Hundeleinenpflicht, über die es jetzt viel gesprochen wurde. Das ist ein Bereich, in dem es um die Frage geht, wie organisieren wir als Stadt Salzburg diese Dienstleistungen? Sollen wir die neu ausschreiben oder welche Personalkosten sind mit der Durchsetzung der Hundeleinenpflicht verbunden? In diesem Bereich wird sich jedenfalls nicht, also in dem Bereich sind wir nicht im Bereich des Gewaltmonopols der Polizei. Und das ist eine ganz wichtige Feststellung, dass wir eben unterscheiden müssen, wo ist das Gewaltmonopol der Polizei. Und wenn wir über die städtischen Sicherheitsstrukturen sprechen, dann meinen wir das Stadtpolizeikommando, dem 8 Polizeiinspektionen angegliedert sind, genauso wie die Spezialisten im Kriminaldienst oder in der Verkehrsinspektion. Beim Thema Sicherheit geht es einerseits um die objektive Sicherheitslage, und die ist an und für sich gut im Vergleich zu anderen Städten, aber
es geht ganz wesentlich, und das ist, glaube ich, hier auch hervorzuheben, um das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Bürger. Der Ruf nach mehr Polizei allein ist hier zu kurz gegriffen. Es geht um eine neue Herangehensweise, und die heißt Community Policing. Also die Einbindung von Sicherheitspartnern aus der Bevölkerung in die Präventionsarbeit der Polizei. Das neue Denken in der Polizei heißt nicht erst einschreiten, wenn es schon zu spät ist. Also nicht erst zur Verhaftung ausrücken. Die Polizei versteht sich eben vermehrt auch als Partner in dieser Prävention. Seit September 2016 haben wir von der Liste Salz uns intensiv mit dem neuen Thema befasst und sind in Graz erstmals auf eine Initiative von Chefinspektor Werner Miedl gestoßen, die heute über das Bundesministerium für Inneres unter dem Titel Gemeinsam sicher österreichweit ausgerollt wird. In Graz war der erste Anlassfall die Befriedung des Volksgartens. Dort gab es Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen von Afghanen, Marokkanern, Syrern und Schwarzafrikanern, die regelmäßig in Gewalt endeten. Die Grazer Bevölkerung traute sich nicht mehr in diesen Park. Durch das Community Policing wurden aus jeder beteiligten Gruppe Personen angesprochen. Die Grazer Polizei hat sogar Mitglieder einzelner Flüchtlingsgruppen, zum Beispiel Afghanen, Syrer und Schwarzafrikaner, in einen eigenen Deutschkurs aufgenommen, mit dem Ziel, dass es in den einzelnen Gruppen Sprecher gibt, die bei Problemen mit der Polizei zusammenarbeiten können. Das Ergebnis war hervorragend. Der Park ist nun befriedet und wird von der Grazer Bevölkerung wieder genutzt. Die Verbrechensentwicklung in diesem Park ist viel, viel geringer als in der 1,5 Kilometer entfernten Disco, in die Eltern ihre Töchter aber immer noch bedenkenlos schicken. Also man sieht dieses subjektive Sicherheitsgefühl. Und das zeigt auch, wie komplex das Thema subjektives Sicherheitsgefühl an sich ist. Denn statistisch gesehen passiert in einem dunklen Waldstück nichts. Nur hat man dort am meisten Angst. Die Fachwelt ist sich ziemlich einig, dass durch die sozialen Medien Ängste verstärkt werden. Jedes Verbrechen kommt in Bild und Ton in den Haushalt. Das verunsichert. Dann wird nach mehr Polizei gerufen. Es gibt in diesem Zusammenhang Untersuchungen in Verbindung mit der Sichtbarkeit von Polizei. Wenn Gassen mit einem Polizisten frequentiert werden, freut man sich. Wenn es zwei sind, dann fühlt man sich etwas verunsichert. Und wenn man viele Polizisten sieht, dann muss etwas passiert sein. Also, die Dosis einer sichtbaren Polizei macht extrem viel aus. Doch wie geht Präventionsarbeit in der Familie? Dort, wo seit Anfang dieses Jahres die meisten Gewaltverbrechen und Morde zu verzeichnen sind. Wie sollen wir uns in dieser Deliktgruppe eine sichtbare Polizei vorstellen? Im Schlafzimmer? Das wird niemals möglich sein. Im Falle einer ernsthaften Gefährdung braucht es in erster Linie das Umfeld, das sich meldet, wenn Gefahr im Verzug ist. Helfersysteme sollen rechtzeitig aufgezeigt werden. Leider ist das natürlich eine Deliktsgruppe, die darauf hinweist, dass die Polizei oft zu spät dran ist, weil diese Zusammenarbeit eben oder auch das Umfeld nicht rechtzeitig reagiert. Die Polizei wird, wenn sie gerufen wird, eine Vernetzung mit allen Organisationen im Helfersystem komplettieren und im Notfall auch in das familiäre System eindringen und rechtzeitig schützen. Wenn man sich jedoch die häufigsten Ängste der Bürgerinnen und Bürger anschaut, die ohne Zweifel aber auch vorhanden sind, so sind das Ängste, die mit sogenannten Leitfaktoren, also leichten Faktoren zu tun haben, wie zum Beispiel schlechte Beleuchtung, dunkle Winkel, Plätze oder Parkanlagen. Nicht nur in Salzburg, sondern in allen Städten Europas werden diese subjektiven Ängste mehr. Und wenn also diese Angsträume nicht ausgeleuchtet werden und dunkle Ecken weiter Unsicherheitsgefühl erzeugen, ist es zu kurz gegriffen, dieses Problem nur auf fehlende Personalstärke der Polizei zu schieben. Es geht darum, wie man mit den Bürgern und Bürgerinnen zusammenarbeitet.
In Südengland wurde durch Community Policing die Einbruchsrate um 18% gesenkt. Was haben die gemacht? Die haben zuerst die Bürger informiert. Und zwar mit folgendem Text: Es nutzt ja nichts, dass die Polizei kommt, wenn schon eingebrochen wurde. Weißt du, dass 50% der Einbrüche durch Terrassentüren erfolgen? Wenn du mit Nachbarn mitbeobachtest, wer dort ein- und ausgeht, kannst du durch Fragen eine Straftat verhindern. Und das hat 18% weniger Einbrüche gehabt. Prävention ist im Community Policing damit nicht nur Polizeiaufgabe, sondern auch Bürgeraufgabe. Wir Bürger für Salzburg haben daher im Juni 2018 dann den Verein Bürger für Polizei gegründet, der als Sicherheitspartner der Aktion Gemeinsam sicher mit den Community Policing Verantwortlichen der Stadt Salzburg, also mit Eva Wenzel und ihrem Team, zusammenarbeitet. Bevor man ein Konzept für eine Sicherheitsoffensive für die Landeshauptstadt Salzburg aus der Hüfte heraus entwickelt, sollte man sich bewusst sein, was bewegt die Bürgerinnen und Bürger denn wirklich. Als Sicherheitspartner der Polizei führt der Verein Bürger für Polizei regelmäßig Stadtteilgespräche durch, fördert damit Gespräche auch mit der Polizei und kann bereits auf erste Erfolge verweisen. Zum Beispiel in der Akademiestraße konnte das Problem mit Dealern durch die Zusammenarbeit mit der Polizei wesentlich entschärft werden. In Lehn klagen Bewohner seit einem Unfall vor einem Jahr über schlechte Beleuchtung in einer Wohnanlage am Ingemoratplatz. Man schafft es nur bisher nicht, und das ist jetzt bitte mehr als ein Jahr, also wirklich lang, diese Beleuchtung zu reparieren. Da werden viele Personen eingeschaltet. Es gab sogar eine Begehung mit einer Sicherheitsgruppe mit der Polizei im April 2018. Und ich war vor einer Woche dort. Es ist noch immer zappenduster. Obwohl sich inzwischen sogar auch Briefe an die Vizebürgermeisterin gemeldet haben. Also da sieht man, was ist unser Problem? Dieses Problem ist ein Schnittstellenproblem. Da geht es darum, Bürger, Polizei, Politik, Verwaltung. Und wenn es so weitergeht, werde ich selber mit einer Glühbirne hinfahren und sie einschrauben, weil die das ein Jahr nicht schaffen. Das ist ja ein großer Witz. Also, man muss einfach sehen, es beginnt im Kleinen und das subjektive Sicherheitsgefühl muss im Kleinen auch bedient werden. Es gibt zum Beispiel auch Beschwerden nach wie vor, dass es noch immer keinen Zebrastreifen gibt vom Interspar im Lehner Park hinüber Richtung Bibliothek, also in der Mitte. Das wäre aus unserer Sicht trotz der Bushaltestelle doch einmal ein Thema, es noch einmal zu verfolgen. Die Sicherheitsoffensive beginnt also im Kleinen. Dort wirkt sie aber auch am besten. Wir regen daher eine Lichtsafari in Salzburg an. Wichtig ist, dass wir dabei die Bürger und Bürgerinnen in diese Arbeit mit einbinden. Dann wissen sie Bescheid und fühlen sich dadurch noch sicherer. Unser Verein wird gemeinsam mit der Polizei Zuständen auf den Zahn fühlen und prüfen, wo hapert es wirklich. Und das Ziel ist, Ängste beseitigen helfen. Wogegen wir uns aber ausdrücklich verwahren, ist die Aufweichung des Gewaltmonopols der Polizei durch irgendwelche anderen Kräfte. Die Polizei muss der Ansprechpartner der Bevölkerung bleiben. Lieber Andreas Reindl, die Polizei im Land Salzburg hat in den letzten 3 Jahren 381 neue Polizistinnen und Polizisten aufgenommen und ausgebildet. Dem stehen im selben Zeitraum 164 Abgänge gegenüber, was einen Personalüberhang von 218 Polizistinnen und Polizisten bedeutet. Somit sind die angeblich fehlenden Polizeibediensteten bereits aufgenommen, nur sie befinden sich noch in einer polizeilichen Grundausbildung und werden jetzt nach und nach in den Dienst gestellt. Für 2019 sind 140 Neuzugänge fixiert. Das bedeutet bei einem Abgang von 60 bis 65 Bediensteten allein in diesem Jahr einen Personalüberhang von mindestens 75 bis 80 Polizisten. Das Vollbeschäftigungsäquivalent, das sich aus der Anzahl der Exekutivbediensteten aller Verwendungsgruppen unter Berücksichtigung von Abwesenheit, Karenzurlauben, Herabsetzungen oder Dienstzuteilungen errechnet, stieg, und bitte, das ist jetzt auch wichtig, stieg von 1476,4 im Jahr 2012 kontinuierlich auf 1709,0 im Jahr 2018, also seit 2012 um 15,8%. Die Polizei wurde jedoch durch Eurogipfel
oder Risikofußballspiele punktuell gefordert. Das ist keine Frage der kontinuierlichen Personalstärke, sondern des punktuellen Einsatzes. Es stellt sich daher die Frage, zum Beispiel bei Fußballspielen, ob die Veranstalter von Fußballspielen tatsächlich nur die Einsatzkosten der wenigen oder einiger Beamter im Stadion bezahlen sollen. Die weit größere Anzahl ist im Einsatz außerhalb des Stadions. Diese Einsatzkosten bezahlt derzeit noch der Bürger. Wir treten dafür ein, dass man zumindest bei Einsätzen für Risikospielen, die bis zu 500.000 Euro kosten können, auf der Polizeiarbeit, dass man zumindest die Clubs anteilsmäßig zur Kasse bittet. Es geht nicht, dass eine kleine Veranstaltungsding auf alles so umgelegt wird. Salzburg ist noch einmal eine sehr sichere Stadt und mit dieser Aktion gemeinsam sicher können wir sie noch sicherer machen. Vielen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Herr Gemeinderat Galley. Herr Hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, das Thema der Aktuellen Stunde war ja ein Vorschlag der Freiheitlichen, wo sich auch die ÖVP dem angeschlossen hat. Aber ich darf Ihnen sagen, dass die Parteien rechts der Mitte kein Monopol auf den Sicherheitsbegriff haben. Auch uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen liegt Sicherheit sehr am Herzen. Der Unterschied ist, wir haben ein bisschen unterschiedliche Zugänge zum Thema Sicherheit. Ich fühle mich zum Beispiel sicher, wenn ich weiß, dass Österreich ein funktionierender, demokratischer Rechtsstaat ist. Unsicher fühle ich mich, Herr Reindl, wenn ein blauer Innenminister eben diesen Rechtsstaat und in einem Aufwisch auch gleich noch die Europäische Menschenrechtskonvention infrage stellt. Ich fühle mich sicher, wenn eine Stadt wie Salzburg viel in Bildung und in den sozialen Zusammenhalt investiert. Unsicher fühle ich mich, wenn Menschen von Populisten gegeneinander aufgehetzt werden und die Gesellschaft in Gut, Böse, wir und die anderen, wir Einheimischen und die Ausländer unterteilt wird und gegeneinander aufgebracht wird. Die Frage, die sich immer stellt, jetzt, wenn man auf die Stadt Salzburg blickt, was bedroht denn die Sicherheit? Und auch da haben wir einen viel umfassenderen Sicherheitsbegriff. Weil die Sicherheit, natürlich geht es da um Ordnung und Kriminalität, aber es geht auch noch um viel, viel mehr. Eine Stadt wie Salzburg muss sich auch überlegen, wie kann sie sich möglichst sicher machen vor Naturgewalten, wie zum Beispiel Überflutungen, Schneechaos oder Stürmen. Wie kann die Stadt Salzburg sicher sein im Fall von Großbränden oder Ausfall von Versorgungseinrichtungen? Wie ist Salzburg vorbereitet, wenn es große Unglücke gibt, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr? Oder auch, wie kann man sicher sein oder wie kann man Großveranstaltungen sicher machen? Sicherheit für eine Stadt bedeutet für uns auch eine Sicherung zum Beispiel der Wasser- und Energieversorgung, eine Sicherung des Transport- und der Telekommunikationssysteme. Es geht um Sicherung der Gesundheitsversorgung, es geht um Verkehrssicherheit. Das heißt, man sieht schon, wenn wir über Sicherheit reden, dann sind wir in ganz vielen Politikfeldern drinnen, nämlich geht es da auch um Sicherheit herzustellen, ganz viel um präventive Arbeit. Und zwar in Politikfeldern wie der Sozialpolitik, der Jugendpolitik, der Familienpolitik, der Wohnungspolitik, der Bildungspolitik, der Verkehrspolitik, der Kulturpolitik oder auch der Arbeitsmarktpolitik. Sicherheit ist ganz viel und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Akteuren in all diesen Politikfeldern bedanken, also zum Beispiel beim Bürgerservice der Stadt, zum Beispiel beim Amt für öffentliche Ordnung, aber auch bei allen Akteuren in den Politikfeldern, die ich genannt habe, allen voran zum Beispiel die Blaulichtorganisationen oder die vielen sozialen Institutionen in Salzburg, die leisten alle miteinander tagtäglich einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in unserer Stadt und dafür sagen wir Sozialdemokraten ein großes Dankeschön. Ja, Herr Reindl, Herr Klubobmann, Sie haben gesagt, jetzt wird es bundespolitisch, ganz ersparen kann ich es nicht. Bernhard Auing hat schon ausgeführt, seit dem Jahr 2000
seit 1997 Ernst Strasser, der letzte Innenminister, seit dem Jahr 2000 war der Innenminister immer von der ÖVP oder von der FPÖ. Und Sie haben ja gesagt, ja, war SPÖ geführt. Darf ich Ihnen sagen, seit dem Jahr 2000 hat die SPÖ auch nicht den Finanzminister gestellt. Das heißt, die finanzielle Ausstattung und die organisatorische Organisation im Innenministerium ist seit dem Jahr 2000 nicht in sozialdemokratischer Hand und kann sie nicht ersparen, weil es ja von heute ist, tagesaktuell, Kronenzeitung, Polizei vor dem Kollaps. Es fehlen an die 100 Planstellen in der Stadt, alleine in der Stadt Salzburg. Das ist ganz klar die Verantwortung des Innenministers und der jetzigen Bundesregierung. Und möchte Ihnen noch eines sagen, der Kollege Fercher hat es ja auch schon angesprochen, die Fußballspiele, da steht ja drinnen, jetzt werden die Überstunden gekürzt und es gehen so viele Überstunden für Risikospiele wie in der Europa League zum Beispiel werden gebraucht. Also ich möchte nicht, dass wir in die Situation kommen, dass die Fußballbegeisterten unter uns jetzt dann in der nächsten Europa League-Runde dem FC Brügge die Daumen halten, damit Red Bull Salzburg dann möglichst schnell aus der Europa League rausfliegt, damit die Polizei wieder mehr Einsatzstunden auf der Straße hat und nicht die Überstunden zusammensparen muss für Europa-League-Spiele. Also so weit möchte ich nicht kommen, da gibt es eine Verantwortung der Bundesregierung und der Herr Innenminister hat einfach dafür zu sorgen, dass diese Planstellen jetzt dann rasch in Salzburg besetzt werden. Ich komme nochmal zurück zum eigentlichen Thema, zu den städtischen Sicherheitsstrukturen in der Stadt Salzburg. Die wesentlichen Akteure für uns sind hier das Bürgerservice, auch das leistet viel zur Sicherheit, indem ganz viel hier präventiv und sozialarbeiterisch auch gearbeitet wird und natürlich auch das Amt für öffentliche Ordnung, das die Kontrolle der ordnungspolitischen Maßnahmen überhat und dafür zuständig ist. Bei beiden habe ich mich schon bedankt für die Arbeit, die hier geleistet wird. Und natürlich gibt es jetzt im engeren Sinne, wenn wir über Sicherheit reden, auch Themen, denen man sich widmen muss, wie die Straßenprostitution, vor allem in Schalmoos, die Kriminalität in Parks oder rund um den Hauptbahnhof. Es geht aber auch um Themen, die Bürgern wichtig sind, wie zum Beispiel die Einhaltung der Nachtruhe oder Lärmbelästigung, die Einhaltung der Beißkorb- und Leinenpflicht. Und natürlich geht es auch um Verkehrssicherheit und zu schnell fahrende Autos. Was wir aus SPÖ aber nicht wollen, ist die schon zitierten Modelle aus Innsbruck oder Linz, wo die städtischen Sicherheitsstrukturen, die dort geschaffen worden sind, teilweise eher einer Bürgerwehr ähneln und wo weniger präventiv gearbeitet wird, sondern mehr einschüchternd und strafend. Das wollen wir nicht. Wir wollen, uns schwebt ein Modell vor, wo man die bestehenden Sicherheitsstrukturen in der Stadt, und ich zähle sie nochmal auf, das Amt für öffentliche Ordnung, natürlich auch die Polizei und auch das Bürgerservice der Stadt, wir müssen die noch besser miteinander vernetzen, wir müssen sie mobiler machen, wir müssen dafür sorgen, dass die noch präventiver arbeiten können, dass sie aufsuchend arbeiten und dass sie beratend tätig werden und jeder für sich seine Aufgaben wahrnimmt, für die er auch zuständig ist. Wir sind also bereit, darüber zu reden, wie kann man das Amt für öffentliche Ordnung oder auch das Bürgerservice hier besser miteinander vernetzen, was ist notwendig, damit hier diese Aufgaben in dem Sinne, wie ich es gesagt habe, um hier präventiv zu arbeiten, wie man das verbessern kann. Wir sind bereit, dass wir darüber reden und hier tätig werden und was tun. Ja, ich komme zum Schluss. Natürlich stellt sich auch immer die Frage, wie finanziert man sowas, wenn man hier zusätzliche Strukturen schaffen will, die mobil und präventiv arbeiten. Und auch dort hat Christoph Ferch schon was angesprochen. Es geht natürlich um die Frage, welche Leistungen machen wir selber als Stadt und welche schreiben wir aus und vergeben sie an Dritte. Und wir sind jedenfalls gesprächsbereit beim Thema Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wir denken, man sollte sich anschauen, ob man das nicht auch als Stadt Salzburg selber machen kann und ob man, wenn man das selber macht, das nicht auch dann da solche Deckungsbeiträge erwirtschaften kann, um hier präventiv, mobil im Sinne des mobilen Bürgerservices, wie ich es vorher genannt habe, mehr machen zu können. Das wäre unser konkreter Vorschlag. Herr Bürgermeister, Sie plakatieren im Wahlkampf ja jetzt die Tatkraft. Sie haben auch gehört, Sie sind der Sir im Anzug. Wir sind bereit, dass Sie die Ärmel hochkrempeln und diese Tatkraft auch zeigen. Gerne bei diesem Thema
Ein bisschen haben wir die Tatkraft in den letzten Jahren hier bei Ihnen vermisst. Sie sind ja schon für viele Jahre für das Thema auch zuständig. Wir laden Sie ein, vielleicht nach der Wahl dann als Vizebürgermeister, gemeinsam mit uns hier am Thema mobiles Bürgerservice zu arbeiten. Danke. Kollegin Hagenauer, bitte. Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, ich wollte ja heute sehr, sehr brav sein und nichts sagen, aber ich habe es nicht ausgehalten. Herr Klubobmann Reindl, eingangs, es gibt überall Kriminelle, aber ich finde es wirklich unfein, dass Sie einfach nur das Ausländerthema reiten. Sie verunsichern die Menschen, sie schüren Angst, sie sind ein Scharfmacher. Und ich würde mir einmal wünschen, von der entzückenden FPÖ, ich würde mir es einmal wünschen, Herr Klubobmann Reindl, dass Sie kapieren, dass Zuwanderung gebraucht wird, dass wir Menschen brauchen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder im Tourismus arbeiten. Wir könnten von unseren 6 Seniorenwohnhäusern 3 zusperren auf der Stö, wenn wir nicht zugewanderte Pflegekräfte hätten. Aus Somalia kommen die Leute, aus Bosnien kommen sie, aus Rumänien kommen sie. Wenn wir die nicht hätten, wir würden wirklich 3 Häuser zusperren müssen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir diese zugewanderten Menschen nicht hätten, dann wird kein Tourist in Salzburg mehr ein Schnitzel serviert kriegen, weil es keiner bringt, keiner kocht und nachher abwascht. Ich wollte Sie einer sagen, würde Sie bitten, das einmal anzuerkennen. Das würde mich wirklich freuen, auch im Wahlkampf. Dankeschön. Dr. Hüttinger, bitte. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, unsere Fraktion hat sich gegen die Behandlung dieses Themas im Wahlkampf ausgesprochen, weil das Thema zu ernst ist, um mit einer derartigen Polemik, die zu erwarten war, behandelt zu werden. Was der Kollege Reindl aufgeführt hat, ist wirklich, und ihm sagt es als einer, der im Gegensatz zu vielen von Ihnen Gott sei Dank nicht mehr im Wahlkampf steht, unterste und tiefste Schublade, Herr Kollege. Sie verunglimpfen die Menschen, die in dieser Stadt leben, die in diese Stadt kommen, indem sie alle Leibthemen, die die FPÖ heute seit Jahren immer wieder trommelt, gegen Ausländer, die alle kriminell sind, gegen Bettler, die nur Gauner sind und in Wirklichkeit in Riesenbrotzwillen wohnen und so weiter, hetzen. Sie stellen eine Stadt Salzburg dar, als wäre das das Chicago der 30er Jahre, wo nur geschossen wird, wo nur umgebracht wird, wo es nur unsicher ist. Sie schüren Ängste, sie hetzen gegen die Leute und sie stellen nach Salzburg dar, dass ich, und ich lebe schon länger in der Stadt als Sie, weil ich ein paar Jahre älter bin, dass ich so noch nie kennengelernt habe. Und ich bin ein Familienvater, ich habe 2 Töchter, ich habe eine Frau, die in der Stadt leben, die sich in der Stadt bewegen. Mittlerweile lebt eine Tochter in Wien, die kommt regelmäßig mit dem Zug am Bahnhof an, abends in der Nacht, fährt in der Nacht wieder weg. Ich habe von keiner dieser Töchter etwas gehört, was nur ihrer Schilderung auch nur annähernd entspricht. Das sind subjektive Wahrnehmungen. Und die objektiven sind andere. Wir haben eine Kriminalstatistik. Wir wissen, dass die Kriminalität abnimmt, dass genau die Delikte, die am meisten Sorgen machen, nämlich die Wohnungseinbrüche, zurückgehen, dass die anderen Delikte, die schwerwiegend sind, die Gewaltdelikte, zu 2 Drittel in der Familie stattfinden. Und was tun Sie? Sie sagen, das passiert alles, weil wir Ausländer und Bettler haben. Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass man nicht darüber spricht, wo sind denn die Ausländergruppen, die am meisten für die Kriminalität verantwortlich sind. 2008 waren es die Deutschen. Die Deutschen, ja. 2017 sind es nicht mehr Zweite. Haben nur mehr die Silbermedaille bei den führenden angezeigten Ausländern. Das Bild, das die FPÖ und Sie zeigen, ist ein ganz anderes. Das sind die Bettler, die auf der Straße sitzen und wenn sie mit ihnen reden, und ich habe mir zum Teil die Adressen angeschaut, weil ich habe mit den Leuten gesprochen. Und im Google Maps sehen sie dann mit dem wunderbaren Street View, sehen sie dann, wie Häuser ausschauen. Die wohnen in Abbruchhäusern, die wohnen nicht in Protzingvillen, die sehen die Villen, wie die ausschauen.
die sehen, hören's auf mit dem Kass. Und dann sind stolz auf eine Bettlerverordnung, bei denen ihnen der Verfassungsgerichtshof schon einmal gesagt hat, das ist verfassungswidrig. Und sie werden sehen, und das ist eine der wenigen Dinge, wo jede Wette eingeht, auch die jetzt gültige Bettlerverordnung wird vom Verfassungsgerichtshof wieder genauso behandelt werden. Und sie lenken ab, weil sie keine Themen mehr haben. Innerparteilich sind sie zerstritten. Es ist ein Rest von 3 Mandatarinnen und Mandataren bei ihnen übergeblieben, von den 5, die sie halt beim letzten Mal noch errennt haben. Jetzt müssen sie halt schauen, dass sie möglichst viel Krach machen, dass die Leute aufmerksam werden, dass sie überhaupt noch da sind. Und was mich bei der Sache besonders stört, und das richte ich jetzt schon auch an den Bürgermeister, dass man durch die Ansetzung dieses wirklich ernsten Themas der FPÖ diese Plattform gibt. Und da spielen wir nicht mit. Weil Sicherheit in dieser Stadt ist ein ganz anderes und wichtigeres Thema als das, das Sie zu einem Wahlkampfthema machen. Und Sicherheit geht über vieles hinaus, was Sie gesagt haben. Da geht es nicht nur um Kriminalität. Und da will ich gar nicht wiederholen, was der Kollege Ferch und der Kollege Galle gesagt haben. Dass wir ein Gewaltmonopol haben, dass wir Polizei haben, die dafür verantwortlich ist, dass wir schauen müssen, dass Kriminelle von der Polizei entsprechend behandelt werden, dass es Präventionsarbeit geben muss. Alles völlig richtig. Ich brauche das alles nicht wiederholen. Aber Sicherheit gibt es in vielen anderen Bereichen auch noch. Und da ist die Frage, wenn Sie Menschen fragen in dieser Stadt, und wir haben viel mit Leuten geredet, wir machen so wie alle anderen Parteien auch Hausbesuche, wir reden aber nicht nur kurz vor der Wahl mit den Leuten. Wie geht es Ihnen? Worüber machen Sie sich Sorgen? Die Jungen, dass sie einen guten Arbeitsplatz kriegen, dass die Umwelt sauber bleibt, die Älteren, wie geht es uns im Alter? Wie schaut es bei den Mittelalterlichen, wie schaut es mit Pensionen aus? Bei den noch Älteren oder in der Generation dazwischen, die Eltern zu versorgen haben, wie schaut es mit der Pflege aus? Kollegin Hagenauer hat schon angesprochen, hätten wir nicht Pflegekräfte, dann gäbe es erstens überhaupt keine 24-Stunden-Pflege. So fangen wir mal an, wo viele daheim sind. 95% der Pflegerinnen, und es sind in der Regel Frauen, sind ausländische Pflegerinnen, die die 24-Stunden-Pflege leisten und die Leute daheim versorgen. Und denen Sie, nämlich Sie in besonderer FPÖ, gemeinsam mit der jetzt türkisen ÖVP, die Familienbeihilfe kürzen, damit die Pflegerinnen, die da ihre Angehörigen pflegen, daheim für ihre Kinder weniger Geld kriegen, die jetzt schon zu Spottlöhnen aufopfernde Tätigkeit machen, für die wir keine inländischen Pflegerinnen und Pfleger mehr finden. Die machen sie schlecht, denen schaden sie, denen kürzen sie Familienbeihilfen, weil sie sagen, die sollen weniger kriegen. Das sind ja die Ausländer, die wollen uns ja nicht. Das trifft die eigenen Leute. Und die Leute sorgen sich darüber, kommen wir gut in ein Pflegeheim unter. Wir haben die Situation in der Stadt, dass wir Pflegestationen nicht eröffnen können, dass die Pflegerinnen und Pfleger am Rande ihrer Kapazitäten arbeiten, weil schlicht und einfach sehr knapp besetzt sind. Wir haben in der nächsten Personalkommission einen Amtsbericht auf der Tagesordnung, wo es darum geht, dass wir sagen, wir können einen Posten anders besetzen, weil im Bereich der Pflege viele Posten nicht besetzt werden können. Das sind die Sorgen, die die Menschen haben. Und natürlich rede ich da nicht schön, dass es Kriminalität in dieser Stadt gibt und dass wir alles dafür tun müssen, damit diese Kriminalität abnimmt, dass die Kriminellen auch zur Verantwortung gezogen werden, dass es Prävention gibt. Aber unter einem Thema städtische Sicherheitsstrukturen stärken, Sicherheitsoffensive für die Landeshauptstadt Salzburg, einen derartigen Schwall an unbelegten Behauptungen in den Raum zu stellen, das halte ich einfach wirklich auch 4 Wochen vor einer Wahl für wirklich unverantwortlich. Weil sie verunsichern damit Menschen in einer Stadt, in der, wenn man hier wohnen kann, man sagen muss, man hat auf dieser Welt wirklich den dreifachen Triple-Jackpot gezogen, wenn man hier leben kann, gesund ist und Arbeit hat. In einer Stadt, in der Millionen von Menschen zu uns kommen, weil es so schön ist, weil sie sagen, da kann ich in der Nacht über die Straßen gehen, da ist es sicher, da ist die Umwelt noch in Ordnung, da funktioniert vieles. Und sie sagen, bei uns ist das alles so schlecht und wir müssen etwas tun. Und was mich dann schon auch stört, und das richte ich jetzt schon auch an die ÖVP, weil es da auch Signale gegeben hat, wir reden darüber, dass man, jetzt rede ich nicht über die Begriffe, städtisches Personal schaffen, damit man ordnungspolitische Maßnahmen verstärkt umsetzt. Lass mal die Begriffe weg, weil die sind alle belastet, ob das Bürgerwache, Stadtwache oder ähnliches heißt. Sagen wir städtisches Personal für die Abteilung 1. Warum haben wir nicht im Stellenplan darüber gesprochen? Warum haben wir nicht im Stellenplan gesagt, das Amt für öffentliche Ordnung braucht noch Leute? Warum haben wir noch nicht darüber gesprochen? Und der Kollege Badutsch war einer der Ersten, der darauf hingewiesen hat, wenn wir zusätzliche Kurzparkzonen schaffen, dann brauchen wir Personal für die Parkraumüberwachung. Und da hat man sich dafür entschieden, dass man das extern auslagert.
Diese Fragen könnte man seriös angehen, überhaupt kein Thema. Wobei Ihre Rechnung auch da nicht stimmt, Herr Kollege, weil wenn Sie sagen, ein Mitarbeiter im Magistrat kostet uns 30.000 Euro, dann schauen Sie die jährlich oder zweijährlich herausgegebenen Amtsberichte der Magistratsdirektion an, was die Arbeitsplatzkosten ausmachen. Und ich glaube nicht, dass wir Menschen im Amt für öffentliche Ordnung beschäftigen wollen, die 1.000 Euro netto nach Hause bringen, sondern ich glaube, wir sollen dort auch anständige und dem Magistratsschema angepasste Bezüge, Sie haben gesagt 35.000 Euro, 35.000 Euro haben Sie gesagt, kostet ein Arbeitsplatz. Und da muss ich sagen, es ist relativ einfach auch für Sie festzustellen. Tippen Sie einfach in Google Brutto-Netto-Rechnen ein, dann schauen Sie, was bei Brutto bei Dienstnehmer rauskommt, dann drücken Sie auf die zweite Taste Dienstgeber, dann rechnen Sie das dazu und dann haben Sie einmal das, was gezahlt wird und dann rechnen Sie nur Arbeitsplatzkosten dazu. Dann können Sie relativ genau feststellen, was bei 35.000 Euro, was ein paar tausend Euro noch runterrechnen müssen, die nämlich nicht Dienstgeber und Dienstnehmer betreffen, sondern die Arbeitsplatzkosten sind, was dem einzelnen Mitarbeiter überbleibt. Aber das wäre natürlich ein bisschen seriöser als diese Polemik, die Sie von da aus mit großer Lautstärke, aber wenig Inhalt da verbreiten, damit Sie Angst schüren, damit Sie Hetze machen, damit Sie die Leute spalten und damit Sie nicht sagen, wir leben in einer guten Stadt, bei der man manche Fragen sich seriös anschauen würde. Ich würde mir wünschen, dass man in den kommenden Monaten vielleicht doch auf dem Weg bleibt, dass man sagt, schauen wir uns seriös die Probleme an, schauen wir uns an, ob das Amt für öffentliche Ordnung da oder dort Unterstützung braucht. Und ich schließe mich da wirklich dem Dank an die Mitarbeiter, die zum Teil Tag und Nacht dafür arbeiten, dass die Arbeit funktioniert. Dr. Heibeck mit seiner Truppe und die Frau Dr. Fuchs machen da wirklich hervorragendste Arbeit. Wenn es dort Verstärkung braucht, wird jede Fraktion nichts dagegen haben und man wird darüber reden müssen. Bei allem Verständnis dafür, dass das Kontrollamt den letzten Bericht darauf hingewiesen hat, wir müssen bei den Personalkosten auch drauf schauen. Man muss sich anschauen, was kostet die Parkraumbewirtschaftung. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass es bei der auch vom Bürgermeister Breuner plakatierten Stabilität auch nach der Wahl dabei bleiben sollte, was man vorher gesagt hat, weil ich habe mir jetzt nur zwei Sachen angeschaut. Im Februar 2016 meinte der Bürgermeister Breuner, wir haben viele gut motivierte Leute, die wir sofort anfordern können, die wir auch für Nachtdienste gut einsetzen können. Wir vertrauen auf das jetzige System im Amt für öffentliche Ordnung. Und im Jahr November 2017 meinte er, er könne sich im Bereich der Parkraumbewirtschaftung durchaus vorstellen, Mitarbeiter der Stadt einzusetzen. Wir auch. Bei der Einhaltung von Alkoholverboten oder Kontrollen im Zusammenhang mit illegaler Prostitution sei das aber kein Thema. Ich glaube, wir sollen in dem Bereich wirklich bei unserem Leisten bleiben. Schauen wir und kümmern wir uns darum, dass die Strukturen in den Bereichen, die ich angesprochen habe, nämlich einerseits beim Amt für öffentliche Ordnung, wenn wir das zuletzt als erste zuletzt genannt haben, aber insbesondere auch bei der Pflege und bei der Bildung gestärkt werden. Das ist eine Sicherheitsinitiative für Salzburg, die wirklich wichtig ist, die zukunftsweisend ist und die den Menschen in dieser Stadt hilft. So, ich habe jetzt noch auf der Rednerliste Stadtrat Rösselhuber und Gemeinderat Wolf. Hat sonst noch jemand? Frau Magister Haller, kann ich dann die Rednerliste schließen? Okay. Herr Stadtrat. Ich auch noch eine Weile. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, eingangs vielen Dank, Herr Klubobmann Hüttinger, für die sehr seriöse, Sie haben das auf eine sehr seriöse Basis wieder zurückgeführt. Und Sie haben die Frage aufgeworfen, warum der Bürgermeister jetzt auf einmal kurz vorher, vor der Wahl, den Meinungsschwenk hat. Er hat nämlich damals in einer FPÖ-Anfrage vom 30. Jänner 2017 noch geantwortet auf die Frage, warum haben Sie die FPÖ-Forderung für die Aufstockung von Budgetmitteln für die Einrichtung einer Sicherheitswache nicht unterstützt, hat er geantwortet, ganz einfach deshalb, weil wir mit den vorhandenen Kräften bei der gegenwärtigen Aufgabenstellung in etwa das Auslangen finden. Die Antwort kann nur sein, wir sind 4 Wochen vor der Wahl und deshalb kommt dieses Thema auf. Der FPÖ wurde das Thema weggenommen, beziehungsweise ihr Freizeichen, dass es raufkommt. Zwar mit einem anderen Vorschlag, aber inhaltlich diskutieren wir jetzt eben über die Sicherheit. Und ja, es gibt ein Problem im Vollzug der Verordnungen in der Stadt Salzburg. Es gibt zu wenig Polizistinnen und Polizisten, obwohl es zu viele Stellen gibt.
dafür, die nicht besetzt wurden. Das ist zu wenig, das ist ein Problem und das gehört aufgefüllt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir die Verordnungen, die die Stadt Salzburg hat, reduzieren sollten. Zum Beispiel, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Teppich geklopft? Das Teppichklopfen in der Stadt Salzburg ist nur zu bestimmten Zeiten erlaubt und es ist mit 218 Euro bestraft oder zwei Wochen Freiheitsstrafe. Und da stellt sich für mich die Frage durchaus, ob das noch zeitgemäß ist, beziehungsweise würde mich auch interessieren, wie viele Mitglieder des Gemeinderats überhaupt wissen, dass das Teppichklopfen in unserer Stadt verboten ist. Und insofern denke ich mir, ja, zu gewissen Zeiten, ja. Und insofern denke ich mir, müssten wir tatsächlich uns einmal diese ganzen Verordnungen ansehen und auf ihre Zeitgemäßheit überprüfen. Dann hätten wir auch wieder mehr Ressourcen für die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Magistrat, im Ordnungsamt, beziehungsweise bei der Polizei. In diesem Sinne bin ich der Meinung, eben, dass wir das reduzieren sollten und nicht nur eine Aufstockung des Personals fordern sollten. So, dann haben wir den Franz Wolf, Herr Magister Hall, und dann darf ich abschließend ein paar Sachen richtigstellen. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörer auf der Empore. Wie Sie ja wissen, bin ich hauptberuflich Polizist, aber anscheinend sind nicht erinnern so viele Polizisten, die es sehr gut auskennen, in einer Salzburger Polizeiinspektion. Ich erlebe daher eigentlich nahezu täglich die Anforderungen, die an die Polizei als Trägerin der inneren Sicherheit gestellt werden. Ich bin darüber hinaus natürlich auch mit den Erwartungshaltungen und Sorgen der Menschen in dieser Stadt konfrontiert. Ich kann daher feststellen, dass die Anforderungen an die Polizei in den letzten Jahren stetig gestiegen sind und dass die Polizei mit der Erledigung ihrer Kernaufgaben weitgehend oder nahezu ausgelastet ist. Es bleibt daher nur wenig Zeit, um Nebenaufgaben, Verordnungen der Gemeinde oder ortspolizeiliche Regelungen zu erfüllen. Hinweisen darf er darauf, auf den § 35 des Landessicherheitsgesetzes, wo zum Beispiel der Vollzug von Alkoholverboten der Polizei untersagt ist. Es wird Sie daher wenig überraschen, wenn ich von meinem Standpunkt sage, dass eine Ordnungswache der Stadt Salzburg oder wie immer auch diese Institution heißen soll, eine wichtige Unterstützung für die Polizei wäre. Das war der Grund, warum ich persönlich, warum die ÖVP der Stadt Salzburg deren Schaffung bereits 2009 verlangt hat. Um es klar zu sagen, es geht bei dieser Ordnungswache nicht darum, polizeiliche Aufgaben zu erfüllen, das geht gesetzlich gar nicht. Es geht darum, Verwaltungsvorschriften zu vollziehen, deren Vollzug die Polizei jetzt nicht wahrnehmen kann oder, wie bereits gesagt von mir, der Grund gesetzlicher Vorschriften also gar nicht darf. Das Beispiel anderer Städte, ich nenne hier Linz oder Graz, zeigt auf, dass eine Ordnungswache sinnvoll ist und wesentlich zur Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Menschen beigetragen hat bzw. beitragen konnte. Für das Sicherheitsempfinden ist nämlich von zentraler Bedeutung, dass Sorgen und Anliegen der Bevölkerung ernst genommen werden, dass berechtigten Anliegen nachgegangen wird und dass Fehlentwicklungen abgestellt werden. Das ist für mich die Aufgabe einer Ordnungswache für die Stadt, dass in den anderen Städten mit Erfolg umgesetzt wird. Das sollten wir daher auch in Salzburg tun. Und mit Verlaub, mit einer Schlägertruppe hat das nichts zu tun. Ich glaube, mit dieser Aussage haben Sie ganz weit daneben gegriffen. Danke. So, Magister Haller.
Also ich bin im Zivilberuf nicht bei der Polizei, aber auch im Rechtswesen tätig als Rechtsanwältin und bin dann auch manchmal konfrontiert mit dem Thema Sicherheit und dem Thema Kriminalität. Herr Kollege Wolf, die Erfahrungen in Linz, ich habe mich nämlich im Vorfeld auch ein bisschen erkundigt und ein bisschen umgehört, gerade die Erfahrungen in Linz mit dieser städtischen Wache zeigen, dass sie nicht so positiv sind, wie Sie sie darstellen. Im Gegenteil, dort gibt es immer wieder Probleme, dass die Leute, die bei diesem Sicherheits-, bei dieser Ordnungswache angestellt sind, schlecht ausgebildet sind, dass es immer wieder auch zu Übergriffen kommt, die in keiner Weise gerechtfertigt sind. Also zu sagen, wir haben in Linz ein gutes Beispiel, halte ich für ziemlich daneben. Was Graz betrifft, Graz hat sich da ja schon viel länger mit diesem Thema beschäftigt, auch hier. Hier ist das große Problem immer wieder bei den Diskussionen, die stattfinden, dass die Leute wenig ausgebildet sind, dass die Leute, die in diesen Stadtwachen arbeiten, im Übrigen Linz wie Graz, handelt es sich nicht um eine um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt, sondern das sind alles ausgegliederte Gesellschaften. Das sind alles Menschen, die sehr oft sehr wenig Geld verdienen und dann als Pseudo Orts-Sheriffs durch die Gegend ziehen. Und das ist das große Problem, was ich mit dem Thema Ordnungs- oder Sicherheitswache habe. Ich möchte in dem Zusammenhang auch vielleicht noch daran erinnern, die Stadt Salzburg hat, in dem Fall der Herr Bürgermeister, im Herbst vergangenen Jahres zu einem Workshop eingeladen, und zwar zum Thema urbane Sicherheit. Es waren die Vertreter und Vertreterinnen der Fraktionen von den Abteilungen der Stadt, aber auch Vertreter und Vertreterinnen von Einsatzkräften, von der Polizei eingeladen. Und vielleicht können Sie sich noch erinnern, es waren einige vom Gemeinderat dabei, dass dieser Workshop eigentlich vorzeitig abgebrochen wurde und im Sand verlaufen ist. Warum? Wir haben in einem ersten Workshop über Themen der Sicherheit diskutiert. Da war es, ging es nicht nur um die körperliche Sicherheit, es ging auch, was schon angesprochen wurde, um die Frage der sozialen Sicherheit. Es ging um die Themen Verkehrssicherheit, aber auch um Themen wie Elementarereignisse. Was konfrontiert uns in Salzburg? Thema Überschwemmung, Thema Berge. Wo gehen hier Sicherheitsrisiken aus? Nach dem ersten Workshop haben wir einen Umfragebogen präsentiert bekommen, der war nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch der Meinung aller anderen oder vieler anderer Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach suggestiv, tendenziös und in vielen Teilen fremdenfeindlich. Da war davon die Rede, ob wir uns in dieser Stadt fürchten vor einer Übervölkerung, vor einer autochthonen, vor dem, dass die autochthone Bevölkerung in der Stadt Salzburg vielleicht hier ausstirbt bzw. in der Minderheit ist. Dieser Prozess wurde abgebrochen. Ich habe dem Herrn Bürgermeister einen offenen Brief geschrieben und habe ihm gesagt, das ist einer Stadt Salzburg nicht würdig und er soll in diesen Prozess eingreifen. Und warum sage ich das? Herr Bürgermeister, Sie plakatieren jetzt in der Vorwahlkampf oder mitten im heißen Wahlkampf, dass Sie Feingefühl haben. Und ich sage Ihnen, Sie haben kein Feingefühl, weil Sie als Bürgermeister hätten es in der Hand, diese Aktuelle Stunde zu diesem Thema nicht zuzulassen. Wir von der Bürgerliste haben gefordert, dass wir über 10 Jahre Menschenrechtsstaat sprechen. Das wäre vielleicht ein Anlass gewesen, darüber zu reflektieren, wie sich die Menschenrechte in dieser Stadt in den letzten 10 Jahren entwickelt haben, welche Erfolge, aber auch welche Rückschläge wir erlitten haben. Nein, Sie haben das Thema der Freiheitlichen geradezu gerne aufgegriffen, um heute hier die Aktuelle Stunde bestreiten zu können. Sie waren ja es, Sie haben ja noch dem Auftakt Ihres Wahlkampfes ganz klar gesagt, Sie wollen eine Stadtwache. Und in den Städten, in denen die ÖVP in der Regierung ist, aber vor allem auch die Freiheitliche Partei, in diesen Städten
haben wir Stadtwachen. Und das brauchen wir in einer Stadt Salzburg, in einer weltoffenen Stadt, brauchen wir nicht. Ich halte diese Diskussion daher heute für vollkommenes Wahlkampfgedöse und ich fürchte mich davor, dass wir in dieser Stadt eine Stadtwache bekommen. Und das kann im Ergebnis nur bedeuten, dass wir in dieser Wahl diejenigen Kräfte stützen und stärken, die für ein offenes Salzburg sind und nicht für ein reaktionäres Salzburg sind. Und daher bin ich der Auffassung, Salzburg kann mehr und Salzburg braucht keine Stadtwache. Und eins möchte ich auch noch sagen. Wir von der Bürgerliste, uns ist das Thema urbane Sicherheit wichtig. Das war auch der Grund, warum wir teilgenommen haben an diesem Workshop. Ich sage Ihnen aber, wenn man sich wirklich seriös mit dem Thema auseinandersetzt, dann ist eine organisierte Stadtwache, Ordnungswache, wie sie in den Städten Linz oder in den Städten Graz installiert wurde, dann ist das teuer. Ja? In Zeiten der Budgetknappheit frage ich mich schon, ob wir in Ordnungswache investieren sollen oder nicht besser in Sozialarbeit, in Streetworker. Das ist unser Ansatz. Eine Ordnungswache kann aber auch, und das sage ich Ihnen als Bürgerin der Stadt, Unsicherheit bedeuten. Wenn nicht dauernd im öffentlichen Raum mit informierten Gruppen, mit informierten Truppen, uniformierten Truppen konfrontiert bin, dann macht mich das eigentlich auch nicht unbedingt sicher. Das beklemmt mich. Das bedeutet für mich eine ständige Überwachung. Vielleicht sollten wir auch diesen Aspekt bei einer Ordnungswache bedenken. Und benennen wir auch die Realität. Eine Ordnungswache ist doch auch dazu da, und der Herr Klubobmann Reindl hat das schon auch angesprochen, Bettlerinnen, Obdachlose. Ja, eine Ordnungswache bedeutet, dass wir wirklich Gefahr laufen, dass Randgruppen wie Bettlerinnen und Bettler, wie Obdachlose, aber auch Jugendliche, die irgendwo herumsitzen, zu permanenten Störfaktoren werden. Und das ist auch etwas, was ich nicht möchte. Sicherheit bedeutet für mich und für die Bürgerliste, für die Grünen, Sicherheit bedeutet vor allem auch soziale Sicherheit. Sie, Herr Klubobmann Reindl, haben nämlich in Ihrer Eingangsmeldung ein ganz wesentliches Thema nicht genannt. Nämlich zur sozialen Sicherheit gehört es auch, dass ich angemessen und leistbar wohnen kann. Zur sozialen Sicherheit gehört es auch, dass ich die Mindestsicherung nicht so nicht so kürze, dass ich Angst haben muss, dass ich das tägliche Leben nicht bestreiten kann. Wir sehen hier den Ansatz und nicht in einer Truppe, in einer Ordnungswache, die letztendlich nicht einer Stadt wie Salzburg es ist, würdig ist. So, jetzt muss ich, glaube ich, ein paar Dinge einmal klarstellen, Frau Magister Haller. Linz, meines Wissens, hat seit vielen Jahrzehnten einen sozialdemokratischen Bürgermeister und die haben dazu eine Wache. Also was das mit den ÖVP-Bürgermeistern zu tun hätte, weiß ich nicht. Ich bin sehr froh darüber, dass dieses Thema heute mal auf der Tagesordnung steht, weil man doch mit einigen begrifflichen Dingen einmal aufräumen kann und das eine oder andere klarstellen kann. Herr Stadtrat Rösselhuber, 2017 hatten wir zum Beispiel noch keines Alkoholverbot, kein weiteres am Bahnhofsvorplatz und wer weiß nicht, was sonst noch alles kommt. Nur wenn Sie die Teppichclub-Verordnung erwähnen, dann bin ich sehr dankbar darüber. Ich habe nämlich versucht, ich glaube, es ist schon 10 Jahre her, die Rosmäher-Verordnung dahingehend abzuändern, dass man nicht erst um 15 Uhr wieder rosmähen darf, schon erst schon vielleicht ab 14 Uhr rosmähen darf. Das Ganze hat 2 Jahre gedauert. Das wurde von mehreren Fraktionen da wieder kritisiert, dort was abgeändert. Dann waren die Laubsauger ein Thema. Also wir können es gerne abschaffen, nur wieder in Gemeinderat gehen mit der Verordnung und dann kommt wieder was anderes außer. Also ich bin froh nach 2 Jahren, dass man endlich jetzt ab 14 Uhr schon rosmähen darf und nicht erst ab 15 Uhr. Lieber Helmut Hüttinger, für die Wortmeldungen kann ich nichts. Also das bitte nicht mehr umzuhängen. Das Thema ist auf der Tagesordnung und wenn die Leute dort zu Wort melden, dann ist es ja guter Grund. Nur
Es ist wirklich die beste Gelegenheit, jetzt mit einigen Dingen einmal zu erklären. Wir sind dabei, und das ist meine Art, nicht über was zu diskutieren, solange wir noch nicht die Zahlen dazu haben. Der Magistratsdirektor vor Monaten schon ersucht, für die Parteienverhandlungen nach der Wahl diese ganzen Fakten einmal aufzuarbeiten, aufzubereiten. Was geben wir derzeit an Überstunden aus bei den Schwerpunktkontrollen? Was geben wir aus bei den privaten Wachdiensten für die unterschiedlichsten Tätigkeiten? Das ist ja nicht nur die Kurzparkzone-Woche, da kommen andere Bereiche noch dazu. Wie kann man das jetzt mit unserer bestehenden Amt für öffentliche Ordnung an Personalaufstockung erreichen? Und das wollte und das werde ich nach den Parteienverhandlungen, weil ich bewusst nicht in den Wahlkampf hineinziehen wollte, diskutieren. Und die Zahlen werden erst einmal aufbereitet. Und wenn wir die Zahlen haben, da können wir dann bei den Parteienverhandlungen drüber reden. Denn kein Mensch möchte irgendeine neue Truppe haben, die die Worte gar nicht mehr in den Mund nehmen. Es hängt jetzt sehr viel auch von den Begriffen ab. Und Herr Kollege Galle, ich bemühe mich wirklich schon seit Jahren. Das ist schon angesprochen worden seit 2009. Aber mein Vorgänger und ihr Parteiobmann Schaden hat das immer abgelehnt. Sie wissen es ganz genau. Bei mehreren Versuchen hat es immer geheißen, kommt nicht, die Frage wollen wir nicht. Nur ich habe voriges Jahr 2018 selbst im Herbst die Parks besucht und habe auch dort einmal nachgefragt, wie steht es denn mit der Sicherheit in den Parks? Und um das geht es eigentlich. Es geht doch darum, dass wir zu Recht bestimmte Verordnungen haben, ob das jetzt die Leinenpflicht ist oder die Maulkorbpflicht ist, ob das Alkoholverbot ist, ob das die Prostituiertenkontrollen sind, das müssen wir aber auch selber machen, die Polizei macht es uns nicht. Und gehen Sie mal nach Heilbrunn raus, was sich da ist, leider Gottes wieder abspielt. Vor vielen Jahren haben wir in Heilbrunn außerhalb der Heilbrunner Schlossmauer eine eigene Hundewiese eingerichtet und eingezäunt. Schauen Sie mal, wie viele Leute mit den Hunden frei herumlaufen. Die Leute fürchten sich teilweise am Spielplatz. Das Gartenamt ist überfordert, die Mitarbeiter im Gartenamt können das nicht kontrollieren, das ist abgeschlossener Bereich. Also das sind alles Dinge, die auch in den Parks, auf den Spielplätzen kontrolliert werden. Kein Mensch redet davon, dass die bewaffnet werden. Kommt ja gar nicht in Frage, aber es sollen halt tunlichst auch Mitarbeiter des Magistrates sein. Und da gibt es viele Dinge, die man mit berücksichtigen kann. Was macht man denn mit Mitarbeitern der Berufsfeuer, weil die ein gewisses Alter erreicht haben und einfach den Beruf nicht mehr ausüben können? Also das wären die Dinge, für was man so eine Sicherheit, nicht Sicherheitswache, sondern wo man das Amt für öffentliche Ordnung entsprechend aufstockt, personell aufstockt und ihnen damit auch neue Aufgaben vielleicht zuweisen kann. Wir haben ein Problem heuer erlebt, also voriges Jahr erlebt, mit der neuen Reisebusregelung. Was die Kontrolle der Reisebusterminals betrifft und die Kontrolle des Parkverbots betrifft, die privaten Wachdienste bekommen kein Personal mehr. Das hat unterschiedliche Gründe, wahrscheinlich gehört das Gehalt auch dazu. Das wären auch weitere Aufgaben, die man neben einer Kurzparkzone über Wochen auch mit bedenken könnte. Weil wenn der dort steht, kann er andere Dinge auch gleich mitregeln und muss nicht warten, bis der nächste Bus daherkommt, der den Slot nicht richtig gebucht hat. Also da gäbe es vieles zu diskutieren, das ich dann gerne, wenn wir die Zahlen am Tisch haben, auch mit den Fraktionen besprechen wollte. Aber eines ist klar, das Gewaltmonopol muss und wird bei der Polizei bleiben. Wir werden keine zweite Polizei installieren können, wollen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Aber es gibt gewisse Dinge, wie schon angesprochen, die Verordnungen, die wir selber beschlossen haben. Wir können nicht daherin etwas beschließen und sagen, Polizei kontrolliert es, das machen sie nicht. Da können wir nur so lange auf den Bund schimpfen. Das wird nicht passieren, das wird man selber machen. Und dazu braucht es eine entsprechende Personalaufstockung. Ob das 5 Mitarbeiter sind, ob das 10, ob das 15 sind, das wird man dann alles sehen. Das muss sich auch finanziell natürlich darstellen lassen. Das wollte ich ganz gern zum Abschluss nochmal darlegen, damit das auch einmal ausgesprochen ist. Und ich bin froh darüber, dass wir jetzt einmal auch ungefähr die Bereiche sehen, wo jemand hintendiert. Und ich habe von der Sozialdemokratie schon ein bisschen verstanden, dass man auch in diese Richtung weiterdenken kann. Dass bei der Bürgerliste, das ist überhaupt nicht die Frage, ist es legitim, kann man auch vielleicht noch diskutieren. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt für die Aktuelle Stunde. Wir steigen die Tagesordnung ein. Nur vor Eingang in die Tagesordnung möchte ich noch zwei Anmerkungen machen. Wir haben nachher auch noch den nicht öffentlichen Teil. Und alle Akten, die im nicht öffentlichen Teil oben stehen auf der Tagesordnung, wurden auch öffentlich behandelt. Ich würde es gleich so belassen, wenn es mit euch in Ordnung geht, dass wir das öffentlich behandeln. Würde aber gleich ersuchen, bitte aufzupassen bei den Wortmeldungen, sofern sie kommen. Keine Firmennamen nennen, keine Mitarbeiter nennen, sondern das ist nach wie vor nicht ungefährlich. Und da würde ich sie ersuchen, da etwas Vorsicht walten zu lassen. Wenn es da oder dort haarig wird, dann werde ich auch in Absprache mit den Gruppenleuten vorher die Sitzung unterbrechen. Wir reden dann drüben weiter, bevor wir da hier weiter öffentlich diskutieren. So, damit steigen wir in die Tagesordnung ein. Gruppenmann Reindl, Änderung in den besetzten Ausschüssen.
Dr. Fuchs, Verlängerung Lokalbahn, wie Senat mit den Dr. Fuchs, Garantieerklärung. Dann noch einmal, auch Beitritt-Bodenbündnis, Lieferverzug von Firmen, überplanmäßige Bedeckung, Berufsfeuerwehr, Dr. Hüttinger, künstlerische Erweiterung, Rosa Hoffmann, Gemeinderat Karl, Initiative Architektur, Dr. Hüttinger, Salzburg Experimental Academy of Dance. Acht. Entschuldige, Zirkuszelt habe ich vergessen. Lauter Fahr. Gegenprobe. Gegen ÖVP und Frau Baumgartner schreibt mit. Ja, passt. So, angenommen. Dann, jetzt haben wir das Tanztheater. Gegen ÖVP und F. Dann Community TV. Das gleiche wieder. Alles mehrheitlich angenommen mit SP und Bürgerliste. Dann Aspekte Salzburg, Eckersdorfer. Schauspielhaus. Bitte? Berch war dabei. Entschuldigung. Aspekte noch einmal. Laut AV. Einstimmig. Schauspielhaus. Einstimmig. Dann die Zweijahresförderung, Tanzbereich. Ist das noch so? Dann Lankes, die Sommerakademie. Der Gegenantrag der Bürgerliste, wie Senat. Dann die Volksschule Pasch. Wie Senat. Gabert. Das war die Diakonie. Dann die Mittelübertragung für das Seniorenwohnheim Nondal. Vorsitzende Brandner, Landau V. Wohnbauförderung Dr. Fuchs. Dann die Übertragung nicht verbrauchter Mittel für die Zuschauertribüne. Noch einmal nicht verbrauchte Mittel. Neugestaltung Kaitanerplatz, Herr Magister Haller. Wie Bauausschuss. Dr. Ferch. Okay, das war der öffentliche. Da haben wir noch den Nachtrag bzw. die Dringlichkeit. Die Resolution. Nein, ich habe vom Öffentlichen nur den Dringlichkeitsantrag jetzt oben. Das machen wir auch gleich mit, dann ist das erledigt. Die Resolution wird angenommen, einstimmig. Bitte, Wortmeldung. Sie hat zuerst Auftrag. So, dann Hagenau und Brandner. Aha, okay, war recht. Ich habe mich jetzt vordrängelt, danke. Weil es durch unsere Resolution oder unser Antrag war, danke Christine. Ja, Herr Gemeinderat, danke für die Zuerkennung der Dringlichkeit heute an diesem, ja, leider nicht unwichtigen Tag für. Es ist nämlich heute der 6.2. und der 6.2. ist der internationale Tag gegen Genitalverstümmelung und genau heute der Tag, an dem wir diesem grausamen Formen der Körperverletzung Aufmerksamkeit schenken wollen. Oftmals wird dieser Eingriff ja schon bei Mädchen unter katastrophalen Hygienebedingungen gemacht und damit die weibliche Sexualität zugunsten kultureller Traditionen zerstört. Damit auch ein Stück Selbstbestimmtheit auf eine sehr grausame Weise genommen. Dass die Frauen darunter ein Leben lang leiden, kann man sie eigentlich nur vorstellen oder eigentlich nicht einmal ahnen, was da wirklich mit diesen Frauen passiert, was es heißt, eine normale Menstruation zu haben, was es heißt, Geschlechtsverkehr zu haben oder was es heißt, ein Kind zu kriegen unter solchen Bedingungen ist unvorstellbar. Es sind ja nicht nur körperliche Konsequenzen, sondern auch ein lebenslanges Trauma, das diese Frauen ja mit sich herumtragen. Drum möchten wir als Stadt, und man sagt jetzt die Stadt Salzburg, was hat das mit uns zu tun? Es gibt ja Statistiken, dass in ganz Österreich, jetzt von Salzburg habe ich keine eigene Statistik, aber in ganz Österreich 8.000 Frauen von Genitalverstümmelung betroffen sind. In ganz Europa redet man von 500.000 Frauen. Und ich glaube, es schadet uns nicht, hier als Stadt ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir stehen, wir tolerieren Genitalverstümmelung in keinster Weise. Es gibt null Toleranz in dieser Stadt. Was können wir tun? Wie können wir diese Frauen unterstützen? Es soll in der Stadt Anlaufstellen für sie geben.
also Anlaufstellen in Gesundheitsberatungen, die auch bewirken sollen, dass die betroffenen Frauen nicht auch ihre eigenen Töchter weiter verstümmeln, dass diese Tradition endlich bricht und durch Aufklärung es nicht weiter zu solchen also Verstümmelungen kommt. Ärztinnen sollen noch einmal darauf hingewiesen werden, dass jeder Verdacht von Genitalverstümmeling polizeilich zu melden ist. Und da das ja oft im Kindesalter schon passiert, ist es wichtig, dass Mitarbeiterinnen in Horten und Kindergärten oder im Jugendamt geschult und gestärkt werden, dass, wie sie mit dieser Situation umgehen. Sie sind in vielen Fällen einfach verunsichert und ich glaube, da braucht es einheitliche oder braucht es Regelungen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir heute gemeinsam ein Zeichen gegen diese grausame Form der Körperverletzung setzen. Die ganze SPÖ-Fraktion hat ja alle unterschrieben, damit wir das als Stadt uns da dagegen einsetzen und bitte Sie auch diese Resolution im Sinne der Menschenrechte zu unterstützen. Danke. Zwei Fragen. So, die Frau Gemeinde Brandstätter. Dann Hagenauer. Hoher Gemeinderat, liebe Gäste, verschiedene Bezugsgruppen zu sensibilisieren, ist natürlich eine gute Initiative und wir unterstützen das selbstverständlich. Unserer Meinung nach müsste das allerdings weitergehen. Bevor ich das skizziere, möchte ich auf mein zweites Anliegen hinweisen, und zwar ist das Zuschneiden von Frauen und Mädchen nicht nur ein Thema bei Zugewanderten oder bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Ihr habt ja im ersten Absatz vom Dringlichkeitsantrag eine sehr allgemeine Formulierung bezüglich aller Frauen und Mädchen. Im zweiten Absatz geht es dann nur mehr um die Zuwanderung Zugewanderten. Körpernormen und Körperoptimierung ist ein Problem bezüglich Fremdbestimmung, das auch generell alle Frauen und Mädchen mittlerweile umfasst. Ich darf nur kurz sagen, chirurgische Eingriffe an Vulvalippen haben sich 2001 bis 2011 verfünffacht. Ebenso markanten Anstieg gab es bei Vaginalverengungen, Vulvastraffungen, Bleaching-Anwendungen an Vulva und Anus und das bereits im Teenager- und jungen Erwachsenenalter. Also ich möchte da den Blick weiten, nicht nur auf die anderen, auf die Neuen, sondern auch auf unsere eigene Gesellschaft, weil ich glaube, da sind wir uns einig, das ist eine Entwicklung, die wir nicht gut heißen. Zu meiner Ankündigung, es muss weitergehen. Wir haben in der Resolution in Punkt 7 gelesen, dass das Frauengesundheitszentrum und der österreichische Integrationsfonds, dass man da einen Austausch von Bestrebungen anstrebt. Es gibt allerdings zeitgleich, seit das ein Thema ist, bei uns in der Stadtpolitik auch schon einen Arbeitskreis bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft, der sehr breit aufgestellt ist und von der Magistra Barbara Erblener-Swan geleitet wird. Da ist die Kinder- und Jugendhilfe dabei, da sind Vertrauenslehrerinnen dabei, da sind Vertreter der Kinderchirurgie dabei, da sind auch Politikerinnen dabei. Und ich möchte nur einfach ein bisschen einen Eindruck geben, auf welcher Ebene man das dort sozusagen sich sensibilisiert. Also Politikerinnen, auch wir brauchen Sensibilisierung für das Thema. Da ist zum Beispiel unter dem Lehrkörper große Unsicherheit, die mitschwankt. Zum Beispiel nimmt das Jugendamt der Familie das Kind weg, wenn ich das zum Thema mache. Auf der anderen Seite habe ich dort gelernt, die Kinder- und Jugendhilfe tut schon und hat das eigentlich im Griff. Das heißt, die haben in der Kinder- und Jugendhilfe jemanden, der spezialisiert ist auf das Thema, der gute Erfahrungen macht mit Gesprächen in der Familie, der die Erfahrung macht, dass Väter oder Eltern allgemein oft Partner sind in dem Thema und durch diese Gespräche auch in ihrer Position gestärkt werden, dass die Gefahr oft leider von den Großmüttern ausgeht, die einfach noch aus einer anderen Sozialisierung kommen. Dann habe ich gelernt, Betroffene, ja, wir müssen als Politikerinnen und Politiker immer aufpassen, dass kein Stigma entsteht. Weil wenn wir von Verstümmelung sprechen, dann ist es im Grunde ein permanentes Draufhauen auf die Betroffenen, dass sie nicht mehr vollwertig sind. Also das ist etwas, was ich mir mitgenommen habe. Es gibt ja Formen von extrem bis mild. Ich spreche zurzeit gern von Beschneidung, bis ich ein besseres Wort gefunden habe, aber ich möchte mir einfach vornehmen, das schon auch in meiner Wortwahl zu berücksichtigen. Und zuletzt war auch der Leiter der Kinderchirurgie da. Er ist selber ein Mitglied im Arbeitskreis. Er hat ein super Gespür für das Thema. Er macht auch selber Untersuchungen und er ist kein Scharfmacher, wenn andere Wege besser zum Ziel führen.
Körperverletzung ist strafrechtlich nämlich nicht relevant, diese Körperverletzung, wenn es vor der Zuwanderung passiert ist. Das heißt, es geht ihm um so Dinge wie: Will die Betroffene das eventuell wieder rückgängig machen? Braucht sie eine Begleitung durch die Pubertät etc.? Das heißt, wenn in der Resolution steht, wir wollen unter Punkt 5, ja, nein, unter Punkt 4, wo es um die Ärztinnen und Ärzte, um das medizinische Personal geht, da steht, wir wollen klar informieren und auf die Verpflichtung hinweisen. Wir wollen, dass sie jeden Verdacht polizeilich zu melden haben. Für mich klingt das wie ein Affront den Ärzten gegenüber, denn die haben klare Regelwerke. Und alle mit der Polizei zu drohen, ist meiner Meinung nach nicht Sensibilisierung. Was es schon braucht, ist eine klare Haltung und trotzdem Partnerinnensuche bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft, im Krankenhaus und auch bei den Eltern. In diesem Sinne unterstützen wir die Resolution. Jetzt hat Frau Bleininger, okay, eine machst du noch. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, die Frau Bleininger, die Frau Hagenau und die Frau Melli-Werner. Dann schließen wir die Rednerliste. Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen und Zuschauer auf der Tribüne. Weltweit sind ca. 200 Millionen Frauen von der Genitalverstümmelung betroffen. Und jährlich kommen ca. 3 Millionen laut Schätzung der WHO dazu. In Europa sind es 1 Million Frauen, die bereits verstümmelt sind oder denen die Verstümmelung droht. In Österreich sind es 8.000. 4 Formen der Genitalverstümmelung gibt es und alle haben gravierende physische und psychische Auswirkungen auf die Betroffenen. Lebenslange gesundheitliche Auswirkungen sind zum Beispiel Tetanus, Blasenlähmungen, Infektionen, dauernde Abszesse und immer wiederkehrende Abszesse und Komplikationen bei der Geburt und selbstverständlich Traumata und für viele leider auch der Tod, um nur einige zu nennen. Grund der Beschneidung sind Tradition und Gewohnheit. Ein sogenanntes Initiationsritus, in der Frauen ihre Stärke beweisen sollen, um als vollwertig betrachtet zu werden. Ein weiterer Grund ist natürlich die Verhinderung von außerehelicher Sexualität. Die Ursachen sind vielfältig und uns stellt sich hier die Frage, was können wir dagegen tun, wo setzen wir an, welche rechtlichen zusätzlichen Schritte sind notwendig, um dem endlich Einhalt zu gebieten. Notwendig ist einerseits eine umfassende Aufklärung aller Beteiligten über die Auswirkungen, über die Folgen der rechtlichen und der medizinischen Fakten. Frauen müssen in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt werden. Das heißt, man muss schauen, dass sie eine Ausbildung bekommen. Sie brauchen ein eigenes Einkommen, um ihre Unabhängigkeit zu fördern. Und Genitalverstümmelung muss mit hohen Strafen geahndet werden. Es ist eine schwere Körperverletzung. Natürlich ist Prävention unerlässlich. Und dazu gehören unter anderem öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen und verstärkt auf Warnsignale achten. Um einen ersten Eindruck in das Leben mit Genitalverstümmelung zu erhalten, sollte sich jeder den Film Wüstenblume ansehen nach dem Roman von Waris Diri, obgleich die Situation der Betroffenen doch meist eine andere ist. Hier heißt es hinschauen, helfen und etwas dagegen tun. Das ist gefragt und deshalb stimme ich diesem Antrag zu. Gut, Frau Kollegin Hagenau, bitte. Ja, hoher Gemeinderat, danke für die Möglichkeit, dass wir diese Resolution heute behandeln. Es ist der internationale Tag gegen Genitalverstümmelung und es freut mich, dass wir dieses Thema wirklich sehr, sehr offen diskutieren. Nachdem ich auch Ressort zuständig bin für Frauenangelegenheiten, ist es mir wichtig zu betonen, wir haben natürlich in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht, aber es ist nie genug. Und es gibt zwei Wege sozusagen, um zukünftig zu garantieren, dass Mädchen in unserer Stadt nicht mehr verstümmelt werden, denn das werden sie noch. Der eine Weg ist Aufklärung, Information, Sensibilisierung und Hinschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Frauengesundheitszentrum.
Wir bilden Frauen aus den Communities aus, die das für uns übernehmen, die glaubwürdig sind, auf die die anderen hören. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber der zweite Schritt ist genauso wichtig und dazu stehe ich. Hinschauen heißt auch nicht nur drüber reden, sondern auch Taten setzen. Und wenn ein Verdachtsmoment da ist, wenn man weiß, das Mädchen wurde verstümmelt oder es steht eine Genitalverstümmelung bevor, dann müssen wir anzeigen. Und das kann man nicht sensibel abwarten oder sich denken, na, schauen wir mal, vielleicht passiert es eh nicht. Wenn dieser Verdacht besteht, dann haben wir Anzeigepflicht, genauso wie bei einem Verdacht auf Körperverletzung bei einem Kind oder Kindesmissbrauch. Das hat man zu tun, egal ob das jetzt ein Arzt, eine Ärztin ist, Pflegepersonal, eine Kindergartenpädagogin, ein Lehrer. Da ist etwas zu machen. Ich selbst habe es ja getan vor etwa 2 Jahren, als ich eine Anzeige bei der Polizei eingebracht habe, woraufhin andere Anzeigen dazugekommen sind und es Untersuchungen gab. Und es ist halt schon sehr, sehr traurig, dass unser Strafrecht keinen expliziten Paragraphen zur Genitalverstümmelung kennt. Und leider Gottes hat die Staatsanwaltschaft das aufgrund dieser Tatsache nicht weiterverfolgen können. Aber wir müssen dranbleiben, wir müssen hart bleiben. Wir können es nicht akzeptieren, dass einem 5-6-jährigen Mädchen alles verstümmelt wird. Das darf nicht sein in unserer Stadt, dafür müssen wir kämpfen. Und damit müssen wir auch klar suggerieren, und das ist jetzt ein Integrationsthema, zu sagen, jeder kann seine Kultur, seine Sprache, seine Tradition leben, aber im Rahmen der Gesetze und im Rahmen der Menschenrechte und Genitalverstümmelung ist so ziemlich das Hinterallerletzte, was ich kenne an Tradition. Und darum ist es ein gutes Zeichen, den Leuten zu sagen, das akzeptieren wir nicht in unserer Stadt. Und ich bitte Sie, die Resolution zu unterstützen und diese beiden Wege gemeinsam zu gehen. Aufklärung, Sensibilisierung, aber auch klare Haltung und Anzeigen. Dankeschön. So, als letzter zu Wort gemeldet Marlene Wörndl. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, ich habe mir jetzt überlegt, bei dem Thema kann die ÖVP nicht nur da sitzen und zuhören, sondern auch als Sozialsprecherin und ÖVPlerin möchte ich natürlich zu dem Thema auch etwas sagen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder die Diskussion der offenen Jugendarbeit in der Stadt gehabt, haben immer wieder die Diskussion gehabt der Mädchenräume. Und ich glaube, wenn wir diesen Aspekt auch nicht ganz vergessen, die offene Jugendarbeit, die Räume, nicht nur die physischen Räume, sondern auch die Räume für Mädchen, junge Mädchen zuzulassen, in unseren Jugendzentren dorthin zu hören und hinzuschauen und im Budget auch immer das als Budget immanent und nicht als Diskussionspunkt zu sehen, dann glaube ich, dass wir in der offenen Jugendarbeit der Stadt Salzburg einen sehr wichtigen Teil dazu beitragen werden. Denn unsere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in unserer Stadt Salzburg, ob das bei Streusalz ist oder in den anderen Vereinen, leisten hier tolle Arbeit und haben schon das eine oder andere Mal aufgezeigt, dass es hier vielleicht zu etwas kommen wird und Gewalt angewendet wird von jungen Mädchen. Das Thema ist vielleicht durch Virus Diary damals ein großes Thema gewesen. Ich habe nicht den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen. Vielleicht ist das nur ein Punkt heute, dass wir als Gemeinderat nicht nur über die Sicherheit dieser Stadt reden, sondern auch über die Sicherheit von jungen Mädchen. Und mir hat letztes Jahr von einer NGO eine Kampagne sehr gut gefallen. Ich habe den Stift jetzt leider nicht mehr gefunden. Ich hatte ihn letzte Woche noch dabei. Aber die größte Waffe ist das hier, und zwar ein Stift. Wenn wir jungen Frauen, jungen Menschen, Familien, Bildung, Offenheit und einfach die Möglichkeit geben, Dinge offen anzusprechen, auch die richtigen Anlaufstellen zur Verfügung stellen, wo man hingehen kann, ganz niederschwellig, anonymisiert seine Probleme darstellen kann, auch als junge Mutter oder auch manchmal als junger Vater. Denn alte Kulturen sind nicht nur Frauen gewalttätig, sondern auch oft für junge Väter nicht leicht zu ertragen oder für Väter leicht zu ertragen. Wenn man Bildung Menschen zu- oder angedeihen lässt, in Symbol dieses Stiftes, dann glaube ich, kann diese Stadt Salzburg sehr, sehr vieles bewirken. Und wir reden hier vielleicht von 200 Millionen Menschen weltweit, aber wir reden von knapp 500.000 jungen Frauen in Europa. In diesem Europa, wo die Werte Demokratie, Offenheit, Vielfältigkeit
etc. etc. ganz hoch an der Tagesordnung stehen. Und gerade als Frau selbst möchte ich nochmal an euch appellieren, in den nächsten Budgetdiskussionen, in den nächsten Jahren, die junge, offene Jugendarbeit auch ganz fokussiert für junge Mädchen abzusichern, budgetiert abzusichern und in diesem Bereich nicht nur hinzuschauen, sondern auch laut aufzuschreien, wenn es darum geht, Schutz für junge Mädchen zu bieten. Denn das, glaube ich, ist 10 Jahre Menschenrechtsstaat Salzburg. So, danke. Dann wird Schloss über die Resolution abstimmen. Wer mit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Einstimmigkeit, danke. Danke, Sitzung geschlossen.